Ja, sage einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXFlat und CapTrader. Bevor ich an den Jens jetzt übergebe, wie immer, jedes Mal müssen wir natürlich einmal den Risikohinweis lesen und zur Kenntnis nehmen. Bitte das heutige Webinar nicht als Handelsempfehlung verstehen. Ja, diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken und Sie müssen immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Ganz wichtig an der Stelle. Gut, dann, Jens, übergebe ich gerne den Bildschirm. Bin gespannt auf deine Analyse heute und ja, sieht ja dieses Jahr so aus, als würde Santa Claus nicht vorbeikommen und uns die Rallye bescheren. Oder wird Paul heute Abend doch noch was machen? Ja, schönen guten Morgen dann auch von mir. Ja, zwecks der Analyse. Ich bin selber mal gespannt, was ich euch jetzt hier erzählen werde. Das ist Sehr gut. tatsächlich nicht, also es ist in der Tat so, ich bereite das nicht irgendwie vor, sondern ich habe natürlich eine Einschätzung zum Markt. Insofern bin ich schon vorbereitet, aber es kann natürlich sein, und das kommt oft genug vor, dass sich dann die Gesamtmarktbedingungen zur Markteröffnung plötzlich verändern und du dann entsprechend da andere Einschätzungen geben musst und da ein bisschen flexibel sein musst. Aber in Bezug auf die Fed habe ich natürlich heute Abend und auch auf Jay Powell habe ich tatsächlich eine Einschätzung. Ich habe dazu auch schon ein paar Grafiken aber vorbereitet, also das auf jeden Fall. Weil ich glaube, das wird heute Abend eher etwas, das man als sogenannten dovischen Hike bezeichnet. Also sprich, es wird eine Zinsanhebung geben. Und nichtsdestotrotz wird das nicht zwangsläufig so weitergehen. Und da wird man sich natürlich orientieren an dem, was in der jüngeren Vergangenheit jetzt passiert ist. Also sprich an dem sogenannten Dot-Plot. Darüber kann man dann immer erkennen, wie haben die einzelnen FED-Mitglieder in der Vergangenheit für die Zukunft die Einschätzung gehabt bezüglich der weiteren Zinsschritte. Da wird es, ich vermute, eine Anpassung geben, die darauf hindeutet, dass es in 2019 einen maximal zwei Zinsschritte geben wird. Nicht wie beim letzten Mal noch drei. Und ja, bevor ich jetzt allerdings immer weiter rede, auch ich habe natürlich ein Risikohinweis vorbereitet. Das hat sich über die Jahre so etabliert. Ich habe immer mit voll regulierten Brokern zusammengearbeitet und die kommen nicht umhin, entsprechend hier dann solche Risikohinweise vor allen Webinaren einzublenden. Es ist allerdings identisch mit dem, was Nelson gerade gezeigt hat. Deswegen ist das verhältnismäßig unspektakulär. Wie auch beim letzten Mal, ja, passend zu Weihnachten jetzt diesmal. Beim letzten Mal war es Nikolaus, jetzt ist es Weihnachten. Am 3.12. ist mein zweites Buch tatsächlich erschienen. Im Finanzbuchverlag und ich habe bereits diverse unglaublich nette, tolle Rezensionen bekommen, habe auch schon eine bei Amazon bekommen und freue mich natürlich riesig, dass das Buch genau so angenommen wird, wie ich es mir ursprünglich erhofft hatte. Und wer sich dafür interessiert, der schaue einfach mal auf der Webseite vielleicht gleich für das Buch vorbei, gar nicht mal so bei Amazon, da gibt es auch einen Link zu Amazon natürlich, aber das Spezielle an dem Buch ist eben dahingehend, dass ich mir, als ich das geschrieben habe, nicht nur die Frage stellte, was könnte die Leute interessieren, sondern auch, wie kann man diesen Effekt, diesen Lerneffekt, den der jeweils welche denn dann beim Lesen hat, wie kann man den optimieren? Und bei mir hat sich das über die Jahre so herauskristallisiert, dass, und das ist halt, glaube ich, auch klassisch, dass wenn man das, was man dort präsentiert bekommt, liest, dass man das dann gleich in der Praxis anwenden kann. Ich finde es immer unglaublich spannend, wenn in Büchern auf Webseiten verwiesen wird, die direkten Bezug zu dem da Gelesenen eben entsprechend haben. Und genauso habe ich die Webseite eben tatsächlich konzipiert mit einem Monte-Carlo-Simulator, mit einem trading-psychologischen Profil. Ich habe auch sehr, sehr viel, sehr positives Feedback zu der Sektion zur Trading-Psychologie grundsätzlich bekommen. Ich hatte so eine Idee, dass das die Leute wahrscheinlich ziemlich ansprechen dürfte. Und ja, das geht also nicht nur oder das bezieht sich nicht nur auf das Buch oder endet mit dem Buch, so sagen wir es mal, sondern man kann eben über die Webseite auch sich so ein trading-psychologisches Profil runterladen und kann das dann nutzen als vielleicht ersten Schritt, sein Trading dahingehend zu professionalisieren, dass man aus einem, ich sag mal, mental stabilen Bereich im Grunde genommen sich dann beginnt, eben dem Trading zu nähern. So, das ist allerdings nicht Thema oder Hauptthema des heutigen Webinars, sondern dazu schalte ich dann gleich mal hier in den DAX. Ja, wie soll ich sagen, also der sich
alles andere als spektakulär präsentiert. Ihr habt gestern zunächst Aufschläge gesehen. Wir sind kurzzeitig bis in den Bereich um 10.850 Punkte gelaufen. Hier auf der Oberseite, das ist kennzeichnet diese rotfarbene Linie. Das Problem bei MetaTrader ist so ein bisschen, übrigens kurz einen Blick machen wir so. Das Problem bei MetaTrader ist, du kannst eben nur durchgezogene Linien einzeichnen. Du kannst keine gestrichelten Linien haben. Das wäre in dem Fall jetzt ziemlich förderlich, weil so eine gestrichelte Linie würde kennzeichnen, dass ich das so als potenzielles Zwischenziel eben tatsächlich sehe. Doch, du kannst das ändern, Jens. Das geht. Ja, wähl mal die Linie aus und dann gehst du mal in den Eigenschaften. Also genau. Und jetzt, Das hier, oder? du musst die Stärke der Linie musst du auf Standard machen. Ja, genau. Und dann kannst du es ändern. Das ist ja perfekt. Ja. Okay, ich habe nämlich, weil das ja immer ausgegraut ist, ich habe mich schon gewundert, warum das Feld da ist, wenn man es nicht Genau, anwählen kann. wenn du es dicker machst, dann geht es tatsächlich nicht mehr, aber. Ah, okay, also es funktioniert. Okay, perfekt, dann weiß ich Bescheid. Schau einer, guck. Okay, weil ich hier natürlich, ja, gut, das ist erklärt natürlich dann, weswegen es nicht funktioniert. Gut, aber so, ja, jetzt kann man es erkennen. Also das wäre so mein Zwischenziel auf der Oberseite für Long-Engagements. Und zwar, das ist der Bereich um die gestrigen Hochs, den wir halt angelaufen sind. Und ich war wieder überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, von den wieder erneuten Abschlägen am US-amerikanischen Aktienmarkt. Das war jetzt zwar nicht dramatisch, aber es ist halt dahingehend überraschend, das werden wir gleich im Zusammenhang mit Paul eben auch sehen und der fährt heute Abend. Das, was da eben überrascht aktuell, ist die Tatsache, dass man eben diesen dovischen Hike durchaus erwarten darf. Und ich kann das auch übrigens mit Zahlen belegen. Also das ist nicht nur so, dass das ein Gefühl ist, dass man jetzt sagt, naja, es war ein bisschen turbulenter am Aktienmarkt und deswegen wird der Markt es wohl erwarten, sondern man kann das wirklich hinsichtlich der Erwartungshaltung mit dem sogenannten Fed-Watch-Tool kann man das zeigen. Und das ist auch mit einer der Gründe, weswegen ich eben für Long-Engagements eher zu haben bin als für Short-Engagements. Ja, und dann in diesem Zusammenhang aber nichtsdestotrotz natürlich dieses Bild sehe, was sich jetzt seit einiger Zeit eben darbietet, nachdem wir nämlich hier am 10.12., also das war vor anderthalb Wochen, ziemlich genau, ne? Letzte Woche Montag war es dann. Mal kurz rechnen, kommt das hin? Nee, das ist nicht ganz richtig. 10.12. Doch, natürlich, klar. Heute ist Mittwoch, letzte Woche Montag war es, logisch. Da haben wir hier neue Jahrestiefs eben markiert, in den Abend hinein und haben von dort dann eine relativ scharfe Gegenbewegung gesehen, die sich allerdings nicht hat weiter als eben knapp 11.000 Punkte erstrecken können, sondern das war so der Bereich um die Hochs von letzter Woche. Wir haben da tatsächlich jetzt einen stärkeren Widerstand gefunden und seitdem sehen wir halt so ein seitwärts gezogenen, choppigen, unspektakulären Handel eben. Und das macht das Treiben aktuell aus trading-technischer Perspektive relativ schwierig. Ja, wir haben Intraday-Swings, die teilweise auch mehrere hundert Punkte umfassen. Da findet man zum Beispiel hier diesen Indikator, den ich da drunter gelegt habe. Das ist ein sogenannter Daily-Range-Indikator. Da kann man sich die, je nachdem, wie man das benötigt, ich habe es jetzt hier auf 1, auf einen Tag, auf 5 Tage, auf 10 und auf 20 Tage eingestellt, kann man sich die Schwankungsbreite anschauen und da sehen wir, dass wir im Schnitt ja die letzten 5 Tage alleine rund 180 Punkte gelaufen sind. Wir haben die letzten 10 Tage in einer Range von knapp 200 Punkten, etwas mehr sogar, und die letzten 20 Tage eine Durchschnittshandelsspanne von 190 Punkten. Also über zu wenig Volatilität können wir uns mit Sicherheit nicht beklagen. Nichtsdestotrotz sind eben die Sins nicht stark trendig in eine Richtung, sondern eben ab und an mit sehr, sehr scharfen Gegenbewegungen eben gekennzeichnet. Wie gestern beispielsweise, wo wir eine recht starke Aufwärtsbewegung in den Start des Handelstages sehen und dann eben in den Abend hinein wieder verkauft werden durch den Druck von den US-Märkten. Nichtsdestotrotz favorisiere ich, und da kommen dann die Worte von Nelson eben, Santa Claus Rally, favorisiere ich dennoch tatsächlich die Long-Seite und bin aktuell froh, so will ich es mal formulieren, bin froh, dass wir oberhalb hier dieser gleitenden Durchschnittslinie laufen, also das heißt dieses 50er EMAs auf 5-Minuten-Basis, der nämlich mein Trendfilter ist. Also sprich, alles, was da drüber stattfindet an Ausbrüchen aus dieser Open Range, die hier gekennzeichnet ist, mit diesen zwei roten Linien, würde von der Long-Seite getradet. Wir sehen auch übrigens, ich habe noch eine zweite Position aktuell laufen hier unten. Diese Position, die wir hier in diesem Zusammenhang sehen, das ist eine andere Strategie, die ich hier fahre. Das ist ja eine Art Saisonalstrategie, allerdings jetzt weniger ausgelegt auf die Christmas Rally, als eben auf den jeweiligen Handelstag in der Woche. Die generierte heute ein Long-Signal und in Kombination mit meiner Einschätzung, dass die Tendenz eher auf der Long-Seite gesucht werden dürfte, sollte, ist es eben so, dass ich diesen Trade hier auch entsprechend abgebildet habe. So haben wir auf jeden Fall auch
das sei gesagt, dann im Zusammenhang mit dem Live-Trading auf jeden Fall ein Trade. Aber wir wollen jetzt in dem Zusammenhang ganz kurz hier die Order eingeben, denn die Open Range steht. Wir haben jetzt bereits mittlerweile 9.10 Uhr. Es gab jetzt noch keinen Ausbruch, keinen Versuch aus der Range auszubrechen. Das Setup, welches wir hier jetzt formulieren, das ist folgendes. Und zwar legen wir einen Buy-Stop in den Markt, Break auf neue Tageshochs, da würde der getriggert werden. Das ist hier oben, also das ist das Tageshoch. Da sind wir in der Kerze beim Hoch von 10.792. Das ist das Hoch der Vorbörse. Ein Stop, der liegt unterhalb dieser Handelsspanne, da bei 10.751. Damit haben wir ein Risiko von 40 Punkten. So, wir können in diesem Zusammenhang also zwei Kontrakte traden. Und dann liegt das Ziel auf der Oberseite in einem Verhältnis von 2:1 festgelegt. Und zwar bei 10.871. Also 40 Punkte mal 2. Ich schreibe das gleich nochmal auf. Dann kann man den Zahlen ein bisschen besser folgen. Dann legen wir die Order auch hier in den Markt. Das wäre dann nochmal zusätzlich zu der bestehenden Strategie. Eine zweite Strategie, die eben bei einem Ausbruch aus der Open Range von der Long-Seite versucht zu profitieren. Sollte jetzt natürlich sich im Laufe der kommenden Minuten das dahingehend ändern, dass wir aus der Range zum Beispiel hier auf der Unterseite ausbrechen, dann passiert etwas ganz Interessantes. Und zwar, das wird dann allerdings jetzt schon ein bisschen pathologisch. Vielleicht sollten wir das der Vollständigkeit halber jetzt zwar kurz thematisieren, aber nichtsdestotrotz erstmal auf den Moment verschieben, wenn es denn dann eintritt. Und zwar müsste man dann mit einer Limit Order arbeiten. Ich will es mal ganz kurz hier zeigen. Ich schneide mal kurz den Chart aus. So. Zeichne das mal ganz grob ein. Also was wir erkennen, ist nämlich hier, dass wir jetzt diese blaufarbene Linie als Trendfilter haben. Das bedeutet, alles, was da drüber passiert an Ausbrüchen aus dieser Range, wird long gehandelt. Aber jetzt stellt sich natürlich legitim die Frage, was wäre denn, wenn wir jetzt hier einen kurzen Schub auf der Unterseite sehen. Wir traden jetzt bei 67, 57 ungefähr. Das sind 10 Punkte Differenz und der EMA, der verläuft, sagen wir mal so bei 7,52, 7,53 wahrscheinlich. Wenn der Markt jetzt in dieser einen Kerze einen kurzen Schub sieht und aus der Range auf der Unterseite ausbricht, dann haben wir einen Buy-Stop im Markt liegen. Wir haben keine OCO, also keine One Cancels the Other Order. Das heißt also, es wird auch kein Short Trade dann getriggert. Was passiert denn dann, wenn wir jetzt unterhalb der blaufarbenen Linie schließen und unterhalb dann auch hier dieser unteren Range-Begrenzung? Also hier wäre dann der Schlusskurs von mir aus. Dann müssten wir statt mit einem Sell-Stop an der Stelle mit einem Sell-Limit arbeiten, was wir auf das Tief der Range legen würden. Das heißt also, da wäre dann unser Einstiegskurs und dann müsste der DAX erstmal zurück an dieses Ausbruchniveau, dass wir uns von dort short positionieren und dann in Richtung des Momentums, was initial auf den Weg gebracht worden ist, eben entsprechend positioniert haben. Wobei der Stop weiter oberhalb des Hochs liegen bleiben würde. Das setzt aber erstmal voraus, dass wir jetzt tatsächlich aus der Range auf der Unterseite ausbrechen und auch unterhalb dieser Range dann entsprechend schließen und somit auch unterhalb hier des 50er EMAs. Und da sieht man schon, bis das stattgefunden hat, muss noch ein bisschen Zeit ins Land ziehen. Da müssen wir erstmal abwarten, ob das tatsächlich geschieht. Es geht vielleicht schneller, als ich dachte. So, das wäre jetzt so ein Szenario. Also es bedeutet etwas anders formuliert, wenn wir jetzt unterhalb dieser Kerze schließen, dafür müssen wir noch 2 Minuten abwarten, dann würden wir entsprechend hier unsere Order reinlegen. Jetzt passiert aber auch was Interessantes. Sollten wir nicht da unten schließen, sondern sollten wir jetzt wieder zurücklaufen, dass sich nur als kurze, nennen wir sie mal, Imbalance im Orderbuch herauskristallisieren und wo schließen irgendwo hier, bleibt das Setup so bestehen, wie es eben jetzt besteht. Also das ändert sich gar nichts an diesem Setup. Da das jetzt noch ungefähr 45 Sekunden sind, bleiben wir auch mal gleich jetzt hier im DAX und warten mal entsprechend ab, ob sich das Setup jetzt dann ändert und würden dann von hier rüber zu Jay Powell switchen. Das ist übrigens ganz, ganz interessant. Das finden jetzt einige vielleicht ganz interessant, wie entspannt ich da an den Handel gehe und wie unspektakulär das im Großen und Ganzen ist. Das ist in der Tat etwas, was über die Jahre
ziemlich starke Ausmaße angenommen hat, so formuliere ich es mal. Was meine ich damit? Mein Trading ist wirklich todlangweilig. Also wenn sich zum Beispiel jemand fragt, bei dem läuft es im Trading wohl nicht, muss er wieder ein Buch schreiben. Also erstens war die Motivation, das Buch zu schreiben, tatsächlich eine ganz andere. Und ich wurde auch gefragt, ob ich eins schreiben will. Also ich bin nicht an den Verlag herangetreten und wollte eins schreiben. Aber was viel wichtiger ist, ist, ich bin froh, dass ich sowas wie ein Buch schreiben kann, weil mein Trading einfach super, super langweilig ist. Sprich, ich habe ein Setup, ich weiß genau, was ich tue, jederzeit, so wie jetzt beispielsweise. Jetzt würde ich entsprechend hier mit dem Sell-Stop arbeiten, mit denselben Parametern, weil wir jetzt nämlich leicht unterhalb dieser Kerze geschlossen haben. Und dann sind wir bei 10,751 und da lege ich auch gleich mal sofort das Limit rein und würde dann entsprechend, hoppala, so, sehr gut, würde dann mal hier die Parameter nachsetzen, und zwar Sell. Klicken wir mal hier drauf, und dann geht ein Fenster auf, dann können wir hier den Stop-Loss. Ne, Moment. Das ist nicht die richtige Buy-Stop. Ah, okay, einen Moment. Muss ich mal hier gucken, ob das funktioniert. So. Das ist zwar ganz nett. Nee, das hat leider nicht so funktioniert, wie ich jetzt eigentlich wollte. Obwohl, doch, Moment. Sell Stop 751. Nein, nein, das hat nicht funktioniert. Okay, das muss ich wieder anpassen. Dadurch, dass da nämlich die zweite Order drauf liegt, deswegen kriege ich das leider nicht so hin, wie ich das eigentlich wollte, dass ich draufklicke und dann normalerweise, wenn ich das Fenster aufgehen, so wie es jetzt hier gerade aufgegangen ist. Und dann in diesem Zusammenhang könnte ich sofort über diese Tabs hier entsprechend, könnte ich eben den Stop eingeben. Gut, das ist jetzt an dieser Stelle nicht möglich. Also müssen wir das hier manuell machen. Also sind wir beim Stop, diesmal bei den Tageshochs, 7,91. Und dann ist das Ziel auf der Unterseite die 6,81, 71. 81 Punkte oder 80 Punkte, so. So, sehr gut, ja, ganz genau. Also, jetzt ist es eben so, jetzt habe ich hier eine Buy-Order, jetzt habe ich eine Sell-Order und die Buy-Order wird jetzt gleich gelöscht in dem Moment, wo das Setup auf der Unterseite getriggert würde, wenn es getriggert wird, das setzt das natürlich voraus, dadurch, dass wir eben jetzt unter den 50er EMA hier gerutscht sind. Und dadurch wird der Vorteil, switcht der Vorteil von der Long-Seite auf die Short-Seite und dadurch wird eben entsprechend dann das Setup oder muss das Setup angepasst werden. Das, was interessant ist, ist jetzt, und das ist das, was auch jetzt schon, ehrlich gesprochen, mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ob das so eine gute Idee ist, auch ausgehend von dem übergeordneten Bild, übrigens mit Ausblick auf die Fed heute Abend, ob da so ein volatiler Handel stattfinden kann. Wir legen uns nicht wirklich fest mit der Richtung. Also das heißt, wir pendeln jetzt hier um den 50er EMA, was, also ich habe den als Trendfilter gewählt, der funktioniert sehr, sehr gut, auch als mitlaufende Unterstützung und auch als mitlaufender Widerstand in stark trendigen Märkten. Aber was wir jetzt hier zum Beispiel erkennen ist, der Bruch auf der Unterseite bleibt aus. Stattdessen zieht der DAX jetzt gegen die Tagestiefs wieder an, nachdem er kurz diese rausgenommen hat, ohne dass wir gefüllt worden sind, weil wir natürlich erst mit dem Schluss der Kerze dann unsere Order in den Markt geben. Und jetzt in den nächsten 5 Minuten oder in den nächsten 2 Minuten ist es dann, 1,5 Minuten, sobald die Kerze, die grünfarbene, jetzt hier wieder oberhalb des 50er EMAs schließt, würde dann entsprechend wieder nur die Buy-Stop-Order eine Rolle spielen. Also sprich, die lasse ich jetzt hier aktuell gerade drinstehen, einfach deswegen, weil es durchaus sein könnte, dass mit Schluss dieser letzten 5-Minuten-Kerze dann hier eben tatsächlich es dazu beiträgt, dass die Short-Seite gefüllt wird, beziehungsweise, dass die Shortseite nicht gefüllt wird, so rum. Und demnach lasse ich die mit drin stehen. Die wird in dem Moment just dann gelöscht, wenn eben hier dieses Setup getriggert würde. Auf der Kehrseite würde ich aber auch ausgehen von der Nähe jetzt zu diesem Tagestief und bei einem erneuten Schluss dieser 5-Minuten-Kerze jetzt oberhalb dieses 50er EMAs eben die Sell-Stop-Order wieder rausnehmen. Man erkennt übrigens daran, das wird der ein oder andere jetzt vielleicht auch so ein bisschen gerade sich fragen, wow, da muss ich die ganze Zeit davor sitzen und immer die Orders hin und her switchen. Eventuell eine Automatisierung dieses Ansatzes ist nicht unbedingt das Schlechteste. Also das heißt, einen EA zu basteln, der eben zum einen dieses relativ einfach
verzeihung, duplizierbares Setup eben abbildet, ja, weil die Regeln ganz klar vorgegeben sind. Die werden wir gleich auch nochmal explizit niederschreiben, damit man sich das auch nochmal vielleicht im Screenshot oder sowas anschauen kann. Das kann man also relativ einfach programmieren. Und ergänzend dazu würde man eine Funktion einbauen, dass dann ausgehend von den Schlusskursen auf 5-Minuten-Basis eben dieser EA immer die Seite dann entsprechend switchen würde. So, jetzt handeln wir wieder drüber. Damit ist der Sell-Stop raus. Das heißt, diese Order wird jetzt erstmal wie gelöscht. Und die würden wir dann wieder reinnehmen, wenn jetzt doch nochmal der Schluss unterhalb hier dieses 50er EMA stattfindet, beziehungsweise Sellement würden wir reinlegen in dem Moment, wo wir eben unterhalb der Range und unterhalb des 50er EMAs mit der 5-Minuten-Kerze schließen. Dann übrigens können wir garantiert den Buy-Stop rausnehmen, weil dann würde eine Gegenbewegung gegen dieses Niveau auf jeden Fall die Short-Seite triggern. Da kommt dann keinerlei Bewegung dahingehend mehr, dass wir jetzt sagen, wenn jetzt der Markt zurückläuft über den 50er EMA, dann wird die Shortseite wieder gelöscht oder sowas, sondern dann arbeiten wir mit einem Limit und sagen, ich verkaufe zu diesem Kurs, nur zu diesem Kurs oder besser, aber auf jeden Fall verkaufe ich zu diesem Kurs. Ja, wie gesagt, wir können jetzt die ganze Zeit hier auf den Markt starren und immer die Orders hin und her switchen. Tatsächlich wird es dadurch aber nicht unbedingt zwangsläufig spannender. Ich glaube, das, was die Fed uns heute Abend liefert, das ist definitiv spannender. Wir gucken einfach alle 2-3 Minuten mal immer wieder hier auf den Chart, wenn die Kerzen dann schließen und würden die Orders entsprechend anpassen. Wird es denn dann nötig? Ja, wir wollen jetzt zunächst einmal auf das blicken, was ich hier schon mal vorbereitet habe. Also zum einen auf der Webseite von FX Flat findet man den Wirtschaftsdatenkalender hier oben über dem Button Training und dann der Wirtschaftsdatenkalender und da sieht man dann eben entsprechend hier heute Abend 19.12. 20 Uhr USA FED-Zinsentscheidung, die eben in aller Munde ist. Das letzte wirkliche Main-Event, Haupt-Event so dieses Jahres 2018. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, hätte ich nicht geglaubt, dass das nochmal so eine Relevanz haben dürfte. Das hat allerdings, das ist schon ein bisschen her, sagen wir es mal, ganz besonders nach der stärkeren Volatilität beginnend ab Anfang Oktober hat sich abgezeichnet, dass da eventuell eine Überraschung anstehen könnte. Am 4. Oktober selbst, das war kurz nach der Zinsentscheidung der Fed und übrigens in dem Zusammenhang, habe ich hier schon mal die Webseite auf CNBC vorbereitet, wo dann es diesen sogenannten Dotplot gibt. Ich will mal gucken, dass ich vielleicht diese Grafik, Moment, speichern möchte ich die gar nicht. Kann ich das nicht nochmal in einem anderen Tab ein? Das geht nicht. Okay. Kannst du Grafikadresse kopieren? Ja, ich habe bei Chrome, also das ist jetzt der Mozilla, bei Chrome kannst du das gleich in einem Tab öffnen. Oh, dann machen wir das so. Jetzt hoffen wir mal, dass es auch funktioniert, weil sonst arbeiten wir nämlich. Also der Grund, warum ich das machen möchte, ist ehrlich gesagt relativ trivial. Ich will das einfach ein bisschen größer machen, weil die Schrift dann doch nicht so ganz stark. Und hier kann man mit einem Regler das einfach ein bisschen vergrößern. So, also da fahren wir mal ein bisschen größer. So, ich glaube, jetzt kann man es ein bisschen besser erkennen. Also was ist das? Das sieht jetzt erstmal ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Das ist nichts anderes. Also jeder Punkt hier, also sogenannter Plot, Entschuldigung, Dot, das ist ein Dot und ein Plot ist dann das Abgebildete. Jeder Punkt, der hier abgebildet ist, steht für ein stimmberechtigtes Mitglied der FED. Und dieser wird jedes Quartal, also das heißt im März, im Juni, im September und dann auch im Dezember, also heute Abend wieder veröffentlicht und das letzte Mal offensichtlich dann also im September auf der letzten Zinsentscheidung der Fed. Da sieht man es hier auch, Release 2 p.m., also das ist dann Washingtoner Zeit. Das bedeutet also plus 6 Stunden, da sind wir dann bei 20 Uhr unserer Zeit, so kommt das zustande und dann ist es so, dass wir hier September 26. hatten, also das ist die letzte Fed-Sitzung eben gewesen. Und was das zeigt ist, welches Zinsniveau erwartet das jeweils befragte FED-Mitglied dann im jeweiligen Jahr 2019 zum Beispiel oder auch in 2018. Da stand aber nur noch eine Zinsanhebung auf dem aus. Und das Interessante war, dass hier von den 16, 12 sich für einen weiteren Zinsschritt ausgesprochen haben. Also das heißt, es gab eine Wahrscheinlichkeit von 75%, mit welcher die Marktteilnehmer erwarten durften, dass die FED an der Zinsschraube dreht, jetzt im Dezember. Das erkennt man auch daran, also dann muss man hier sich auf der rechten Skala
kann man sich anschauen, wo das aktuelle Zinsniveau liegt. Das ist ja ein Band, oder inmitten welchem die den aktuellen Zins hat. Das heißt also zwischen 2 bis 2,25% haben die das derzeitige Zinsniveau. Und demnach sehen 4 der 16 stimmberechtigten Mitglieder, also 25%, den Leitzins auf diesem Niveau verharren. Die anderen erwarten eben einen Schritt drauf, also das heißt weitere 25 Basispunkte oder 0,25%. Und so kommt eben diese Wahrscheinlichkeit von 75% entsprechend zustande. So, was aber viel interessanter ist eigentlich, ist, was erwarten die eigentlich für 2019? Und da wird es natürlich dahingehend interessant, dass nur einer von 16 zum Beispiel gar keinen Zinsschritt sieht. Zwei von 16 sehen dann folglich, also der eine, der keinen sieht, und der eine, ach so, nee, Moment, andersrum, andersrum, Verzeihung. Zwei sehen dann eben hier maximal zwei Zinsschritte, ja, also zwischen einem und zwei, das wären je nachdem, von welchem Zinsniveau man ausgeht. Also von hier wäre es dann tatsächlich nur ein Zinsschritt. Eben tatsächlich, der eine, der würde sogar eine Zinssenkung eben sehen. Und somit hangelt sich das immer weiter nach oben. Und wenn man jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, diese Punkte zusammenfasst, dann stellt man fest, dass die Mehrzahl der FED-Mitglieder, das sind 9 von 16, in 2019 eben Entschuldigung, drei Zinsschritte sehen. Das heißt also dreimal eine Zinsanhebung nochmal um 25 Basispunkte. Und in diesem Zusammenhang ist es eben jetzt so, dass sich eigentlich daran alles für heute Abend orientiert. Also sprich, wenn die FED-Mitglieder jetzt auf der letzten Zinssitzung im September drei Zinsschritte in 2019 erwartet haben und das wird nach unten revidiert, dann haben wir etwas, das man als dovish bezeichnet. Das heißt also, ausgehend von der letzten Sitzung durch eine Eintrübung der konjunkturellen Situation, durch starke Turbulenz an den Aktienmärkten, so wie wir sie zu sehen bekommen haben zum Beispiel, dass dann eben infolgedessen die FED die geldpolitischen Zügel doch nicht so stramm anzieht, wie das eben hier im September ausgehend von diesem Dotplot noch suggeriert wurde. Und das bedeutet dann also etwas anders formuliert, dass jegliche Tendenz in Richtung einer beziehungsweise zwei Zinsschritte eben unter dem liegt, was bei der letzten Zinssitzung eben verkündet wurde. Und dann eben, selbst wenn wir hier eine Zinsanhebung heute zu sehen bekommen, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist immer noch wesentlich größer als 50%, das werden wir gleich eben zeigen, wir sind im Bereich um 70%, dass dann nach dieser Zinssitzung eben keine weiteren aggressiven Zinsschritte folgen. Und dann haben wir etwas, das bezeichnet man als sogenannten dovischen Hike. Das heißt also dovisch und hawkisch, das sind ja die zwei Begrifflichkeiten aus dem Englischsprachigen. Dovisch steht für eine expansive Geldpolitik, also das heißt Zinssenkung beispielsweise oder Quantitative Easing, also Ausdehnung von Anleiheaufkaufprogrammen und so weiter. Das ist in diesem Zusammenhang immer wieder thematisiert worden. Und hawkisch ist eine Rückführung dieser geldpolitischen Stimuli beziehungsweise ein Anheben der Zinsniveaus. Und das wäre dann so etwas, was im ersten Moment widersprüchlich scheint, also eine expansive Geldpolitik favorisierende Zinsanhebung. Aber unterm Strich eben, wenn man sich dieses Bild betrachtet, macht das durchaus Sinn, das so zu sehen. Da kommt zwar die Zinsanhebung, aber weitere Zinsschritte sollten nicht erwartet werden. Das wäre übrigens irgendetwas, was man dann in Bezug auf den US-Dollar sehr skeptisch beäugen könnte. Also der US-Dollar dürfte infolgedessen dann erwartet werden, stärker unter Druck zu geraten. Das hat unter anderem den Grund, dass eben auch die Großspekulanten Commitment of Traders Report im US-Dollar im Index Future eine sehr ausgeprägte Long-Positionierung halten. Da können wir gleich übrigens noch eine Grafik uns anschauen. Die habe ich nicht vorbereitet, aber die ist vielleicht auch ganz interessant, um das nochmal ein bisschen zu untermauern. Und ja, das bedeutet also etwas anders formuliert, dass wir jetzt in dieser Konstellation eben hier das für heute Abend erwarten dürfen. Und da achten alle Marktteilnehmer drauf. Ganz besonders nach dem, was zum Wochenstart passiert ist. Und dazu schauen wir mal kurz auf den Dow Jones. So. Die Buy Stop Order bleibt bestehen. Wir haben oberhalb wieder des 50er EMAs geschlossen. Das ist diese Kerze hier. Ja. Heißt also etwas anders formuliert: Solange wir oberhalb dieses handeln, bleibt auch der Buy Stop interessanterweise im Markt. Übrigens, das wird dem einen oder anderen vielleicht jetzt ganz genau hinschaut, auffallen. Da stellt sich jetzt die Frage: Du hast doch jetzt da einen klitzekleinen Docht auf der Unterseite, oder eine Lunte ist es dann, der Docht ist auf der Oberseite, eine Lunte auf der Unterseite. Die ein klitzeklein tieferes Tagestief markiert, passt du den Stop da nicht entsprechend an? In der Tat nicht. Also das, was ich hier präsentiere, ist ein rein quantitativer Handelsansatz. Das ist die reine Basisstrategie, ohne irgendwelche diskretionären Adaptionen oder sonst dergleichen. Und demnach ist es so, wir arbeiten mit dem Hoch der Range und wir arbeiten mit dem Tief der Range. Unabhängig davon, was da für kurze Spritzer mal drüber oder drunter stattgefunden haben, aus der Range hinaus, das spielt keine Rolle für den Handelsansatz. Ja. Also hat sich nichts geändert. Ja, das können wir in dem Zusammenhang hier festhalten. Wir blicken auf den, nehmen wir den S&P. Montag, und wir haben jetzt gestern übrigens, auch das sei jetzt mal ganz kurz hier erwähnt, wir haben jetzt gestern den niedrigsten Schlusskurs seit über einem Jahr zu sehen bekommen.
also Schlusskurs hier gestern, da war die rote Kerze. Das war im Bereich der bis dato Jahrestiefs, auf denen wir nahezu geschlossen haben. Signifikant unterhalb der 200-Tage-Linie. Ich kann jeden verstehen, der das aktuelle Marktumfeld als bärisch erachtet. Ich hatte gestern auch schon im Morning Meeting gesagt, diese Tendenz, die hatte ich ja eigentlich schon am Anfang des Jahres so herausgestellt, nachdem es hier im Februar turbulenter wurde. Da hatte ich gesagt, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass wir auf hohem Niveau erstmal eine Konsolidierung zu sehen bekommen und dass wir unter relativ starken Schwankungen auf hohem Niveau aber dennoch uns stabilisieren können oberhalb dieser Tiefs. Und interessanterweise, auch wenn das jetzt schon einige Monate her ist, ist genau das das Bild, was wir eben hier sehen. Und in der Tat ist das aber etwas, was mich als Bulle, besonders für diejenigen, welchen Bullen, die langfristig, seien es jetzt in US-Equities, also US-Aktien oder seien es auch deutsche Aktien investiert sind, in deutschen Aktien vielleicht schon noch ein bisschen dramatischer, weil da hat sich doch schon eine sehr deutliche Abwärtstendenz herauskristallisiert. Aber nehmen wir jetzt mal die mittelfristig bis längerfristig orientierten und in US-Aktien investierten Trader oder Trader-Investoren, vielleicht sogar eher, die Dividendenstrategien fahren oder sonst dergleichen. Das wäre etwas, was mich wirklich nervös machen würde, wenn ich längerfristig investiert wäre und mein Portfolio in irgendeiner Form beäugen würde. Also jetzt da drauf schauen und mir sage, was könnte ich jetzt tun in der derzeitigen Situation? Warum macht mich das skeptisch? Weil diese Tendenz, dieses hohe Schwanken auf hohem Niveau, ein Indiz in meinen Augen dafür ist, dass da oben gerade eine Umverteilung stattfindet. Und das ist auch etwas, ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Einen Moment, auch die Grafik habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich bin letzte Woche, war es glaube ich, oder war es diese Woche, letzte Woche, weiß ich gar nicht ganz genau, bin ich angeschrieben worden von einem Journalisten von der Welt. Übrigens, den kennt der ein oder andere vielleicht sogar. Das ist der Daniel Eckert. Daniel Eckert hat ein sehr, sehr cooles Buch geschrieben zum Thema Devisen. Das ist Weltkrieg der Währungen. Wir können da gleich mal bei Amazon kurz einen Blick drauf werfen. Das ist ein super gutes Buch, super interessantes Buch. Und der hat mich angeschrieben für die Welt und hatte gefragt, ob ich mal eine Einschätzung zum sogenannten Smart Money Flow Index schreiben könnte. Jetzt ist allerdings Daniel Eckert von der Welt, ja, und das ist hier Börse ARD. Börse ARD hat diesen Gedanken aufgegriffen. Also das heißt, die haben dann hier dieses Zitat eben jetzt meinerseits, was ich in dem Zusammenhang dann im Artikel wiederfindet, oder meinerseits, was ich gegeben habe, haben die mit abgedruckt eben hier. Warum ich jetzt übrigens Börse ARD zeige und nicht die Welt, hat damit zu tun, das ist ein Welt-Plus-Artikel. Das heißt also, der ist kostenpflichtig und dieser ist hier sofort zu, auf den ist sofort zugreifbar. Ich stelle mal auch ganz kurz vielleicht den Link in die Chatbox, wen das interessiert. Was sagt dieser Smart Money Flow Index? Die Idee ist im Grunde genommen eine relativ triviale, ja, kluge verkaufen zuerst und kaufen dann zurück, ist dann so die Basisaussage, die sich über die letzten Jahre etabliert hat. Also, und zwar ist es nämlich so, man kann ein Muster erkennen. Das hat ja vielleicht auch der ein oder andere mal im US-Aktienmarkt beobachtet. Man konnte immer gut sehen, besonders wenn es dann eben ja, der Zeit, wo es ein bisschen wenig volatil war, wo vielleicht auch mal eine leichte Tendenz gab auf der Unterseite, besonders letztes Jahr Mitte ungefähr, so im Juni, Juli, in den Sommermonaten. Wir haben immer in den letzten halben Stunde, selbst wenn der Markt mal ein halbes Prozent, und das war übrigens aber schon viel, mal kurze Abwärtstendenz gesehen hat, hast du sofort gesehen, in die letzte halbe Stunde, Stunde, halbe Stunde, Stunde, hat es immer eine scharfe Aufwärtsbewegung gegeben, wie so eine Aufwärtsrampe, die der Markt plötzlich hochgerannt ist und hat immer im Bereich dann der Hochs immer, in Anführungsstrichen, Vorsicht mit solchen Aussagen bezüglich kognitiver Verzerrung und so, aber man konnte in diesem Zusammenhang sehr, sehr oft erkennen, dass eben dann in die letzten Minuten plötzlich Käufer in den Markt geströmt sind. Und da hat sich dieses Bild ziemlich präsentiert, also dieser Smart Money Flow Index. Und was man eben jetzt hier in dem Zusammenhang sagen kann, ist, dass die letzte halbe Stunde vor Börsenschluss die Klugen wieder sieht, die kommen zurück in den Markt und kaufen die Papiere zu niedrigen Kursen zurück. Beziehungsweise ich will mal kurz hier schauen, vielleicht gibt es auch noch ein bisschen bessere Erklärung. Okay, wir sollten vielleicht den Absatz oben anfangen. Smart Money Index zeigt an, wie stark das kluge Geld in die Aktienmärkte fließt. In der Regel warten Börsenprofis an der Wall Street die erste halbe Stunde ab, bis die wichtigen Konjunkturdaten eingetrudelt sind und verkaufen dann Aktien. Die Dummen, also verkaufen, sell the news, ja, auch diese Börsenweisheit kennt man, die Nachricht verkaufen. Die Dummen, Stupid Money, Privatanleger und so weiter, traden dagegen von Beginn an wild drauf los und kaufen munter ein. Das ist natürlich sehr, ja, sehr, sehr, sehr plump formuliert, aber im Großen und Ganzen kann man sich das so relativ gut vorstellen. Und dann ist es so, dass eben dann in der letzten halben Stunde vor Börsenschluss die Klugen wieder zurückkommen und kaufen die Papiere zu niedrigen Kursen eben zurück. Und dadurch kommt es eben dazu, dass der Smart Money Index ansteigt. Und
Dadurch kommt eben diese Aufwärtstendenz zustande. Und jetzt gab es da ein riesengroßes Umschichten mehr oder minder. Also das heißt etwas anders, womit diese Tendenz hat sich nicht nur abgeschwächt, sondern hat sich umgekehrt. Und in dem Zusammenhang ist es so, dass in den letzten Minuten, und da könnt ihr auch mal euch dann die Intraday-Charts im Dow Jones oder auch ganz besonders im S&P anschauen, ihr werdet sehen, in der letzten halben Stunde sieht man mittlerweile auf die letzten Handelsminuten wirklich stärkeren Verkaufsdruck. Und da könnte man sicherlich auch diesen Smart Money Flow Index dann heranziehen, der eben infolgedessen diese Abwärtstendenz eben zeigt. Das heißt also, in den letzten Minuten wird eben entsprechend hier verkauft. Was ich jetzt in dem Zusammenhang eben ganz interessant finde, ist bei dieser starken Volatilität auf hohem Niveau, die sich eben hier abzeichnet, dass das so eine Idee vermittelt, dass da offensichtlich es zu einer Umschichtung kommt, dass die größtenteils anfangen, ihre Portfolios eben in Anführungsstrichen zu säubern und auch in den Jahresschluss hinein. Window Dressing ist dann immer ein Thema. Window Dressing wird ja immer gerne so ein Aufhübschen der Bilanz bezeichnet, in Aufwärtsmärkten. In Abwärtsmärkten könnte man das auch dahingehend verstehen, dass man eben, wenn dann zu Beginn des kommenden Jahres der potenzielle Bang nochmal kommt auf der Unterseite. Und ich bin jemand, ich glaube wirklich, dass wir noch einiges an starker Volatilität in den ersten Wochen 2019 erwarten dürfen. Ich glaube nicht, dass das ein ruhiger Jahresanfang beginnen wird, sondern dass wir da relativ starke Abschläge sehen können. Saisonal ist das übrigens auch ein Muster, welches sich zeigen ließ. Also nicht nur für US-Equities, sondern dann in dem Fall auch für deutsche, europäische. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wir in dieser Konstellation eben tatsächlich hier derzeit wahrscheinlich sogar Tendenzen für diese Umverteilung eben sehen, was kein wirklich positives Signal für längerfristige Aktienengagement ist und dass wir eben noch nicht die Tiefs gesehen haben. Wobei natürlich dann wiederum Smart Money Flow Index, und das ist das, was ich eben auch in diesem Artikel gesagt habe, so ein bisschen aufpassen muss, dass der oder die Aussagekraft, dass dieses Smart Money Flow Index ist, dass die eben so ein bisschen hinterherhinkt jetzt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir einfach einen riesengroßen Run in ETFs zu sehen bekommen haben. Das sollte man vielleicht auch nicht unterschlagen. Das heißt also, wir haben viel, viel Geld gesehen, was eben in ETFs geflossen ist und wodurch eben dann diese Tendenz dieser eigenen Trader, die Stupid Money, Privatanleger, wie es da halt in diesem Zusammenhang so formuliert wird, dass die eben tatsächlich jetzt einfach den Indizes folgen und dadurch natürlich dieser Smart Flow Money Index oder Money Flow Index eben beginnt an Aussagekraft folglich zu verlieren, weil eben die Positionierung der Privatanleger immer mehr und mehr jener der oder des smarten Geldes eben tatsächlich dann abbildet. Ich bin mir nicht sicher, ob es im Devisenhandel tatsächlich solch eine Auswertung gibt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es würde mich überraschen, ehrlich gesprochen. Der Grund auch darum, warum das wahrscheinlich, wenn dann überhaupt nur eine abgewandelte Form sein wird, hat damit zu tun, dass der Devisenhandel ja größtenteils dezentral abgewickelt wird. Also ich habe zwar gerade Bezug genommen, den können wir auch nochmal ganz kurz raufholen hier. Barchart, einen Moment. Das ist eine Webseite, die arbeitet den Commitment of Traders Report auf und demnach auch den US-Dollar Index Future. Ich habe gerade auf den verwiesen, aber in der Tat ist es so, dass dieser Commitment of Traders Report maximal sogenannten indikativen Charakter hat. Also sprich, wir haben ein Volumen, das ist unter 10% mittlerweile des täglichen Devisenhandels oder des Volumens, was im Future abgewickelt wird, im Vergleich zu dem, was eben außerbörslich abgewickelt wird. Also sprich auf Zuruf beziehungsweise zwischen Banken selbst eben entsprechend gehandelt wird. Und dadurch, dass eben der Smart Money Flow Index hier tatsächlich börslichen Charakter eben tatsächlich hat, auch wenn das Volumen da jetzt keine so große Rolle spielt. Dennoch ist eben, sollte es das für den Devisenbereich geben, meiner Meinung nach die Aussagekraft so ein bisschen in Frage zu stellen, ob die wirklich so gegeben wäre an der Stelle, weil das eben auch schwierig wäre, tatsächlich dann die letzte halbe Stunde zum Beispiel zu messen. Das ist auch zum Beispiel ein relativ trivialer Grund, aber tatsächlich einleuchtend. Der Devisenhandel findet 24 Stunden, 5 Tage die Woche statt. Von Sonntagabend in Auckland, Neuseeland beginnend, 23 Uhr unserer Zeit dann an der Stelle bis eben Freitag 22 Uhr, 23 Uhr, Verzeihung. Und demnach gibt es da auch keine wirkliche, wie soll man sagen, ja, Handelszeit. Also er wird rund um die Uhr gehandelt und dadurch gibt es eben keine genauen nicht Unterschneidung, sondern Separierung, also beziehungsweise Begrenzung der jeweiligen Handelszeit, was wiederum es sehr, sehr schwierig macht, dann zu sehen, wann kommt das kluge Geld in den Markt, wann kommt das weniger kluge Geld in den Markt, also oder beziehungsweise
wann fließt das jeweils ab, eben entsprechend. Und das könnte es sehr, sehr schwer machen, solch einen Indikator oder solch einen Index eben tatsächlich auf den Weg zu bringen. Vielleicht hat aber jemand noch eine bessere Information als ich. Also ich wüsste jetzt nicht, wo es so einen gibt, aber vielleicht gibt es den in, wie gesagt, abgewendeter Form in irgendeiner Weise. Gut. Barchart, US-Dollar-Index-Future. Ich hatte gerade eben gesagt, Abflüsse aus dem US-Dollar, die sich abzeichnen könnten, durch diese Tendenz eben, dass der Markt relativ einseitig positioniert ist. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass hier im US-Dollar aktuell sich über das Jahr hinweg, also spätestens ab ungefähr April beginnend, begonnen hat, dann Mai, Juni hinweg eben eine Long-Position aufzubauen. Die findet man hier in dieser Grafik durch diese grünfarbene, dünne grünfarbene Linie. Das sind die sogenannten Large Speculators, das sind die Großspekulanten. Die handeln prozyklisch, anders als eben der Kleinanleger, der sich im übertragenen Sinne gegen den Trend stellt. Ich habe das ja auch im Buch nochmal ein bisschen beschrieben. Ich habe ein sehr tolles Feedback bekommen, auch von jemandem, der hat auch mein erstes Buch gelesen und der sagte, durch das zweite habe ich jetzt verstanden, wie ist da eigentlich der Zusammenhang im ersten gewesen. Er sagt, das habe ich irgendwie, habe ich dieses gegen den Trend stellen, das hat irgendwie, und dass es nicht tatsächlich jetzt gegen den Trend stellen ist, das hat er nicht so ganz verstanden. Aber im zweiten Buch hat es plötzlich Klick gemacht, als ich das mit dieser klassischen Verlustaversion unterstrichen hatte. Das ist aber ein anderes Thema. Also wie gesagt, dieses Verhalten der Großspekulanten, sich prozyklisch zu positionieren, das hat sich eben besonders, als dann dieser Handelskrieg Spannungen zwischen den USA und den China haben begonnen, sich aufzubauen, hat sich das hier niedergeschlagen, denn die natürliche Tendenz ist natürlich jene, dass man erwartet, dass der US-Dollar in solch einem Marktumfeld aufwertet. Klassisch, weil nämlich die betroffenen Nationen, die von diesen Importzöllen von seitens Donald Trumps oder des Weißen Hauses eben betroffen sind, hier versuchen, diesen negativen Effekten auf ihre Wirtschaft eingehend entgegenzuwirken, dass sie einfach sagen, okay, unsere Güter werden zwar teuer, dann werten wir einfach unsere Währung ab und kompensieren dadurch diesen Effekt. Und dadurch wertet der US-Dollar auf. Also so ist diese Tendenz eben hier zu verstehen, neben der positiven wirtschaftlichen Entwicklung anziehenden Zinsen in den USA selbstverständlich. Und nun ja, jetzt ist es eben so, dass diese einseitige Positionierung hier im US-Dollar relativ zügig sich dann beginnen könnte, umzukehren, sollte eben das Son heute Abend zu diesem dovischen Hike eben tatsächlich kommen. Der dann übrigens auch gleichzeitig bedeutend sein dürfte mit starken Aufschlägen, zum Beispiel im Euro, der zu 60% in diesem Korb, rund 60%, 58 sind es ganz genau, gewichtet ist. Das könnte also dann bedeuten, dass der Euro-US-Dollar in Richtung der 1,15er-Marke sich aufmacht. Ich habe übrigens, das hat man vielleicht schon heute früh gesehen, den Euro oberhalb von 1,14 gehabt. Also das heißt, wir haben da eventuell sogar eine Möglichkeit, wenn diese dovische FED sich heute Abend tatsächlich so präsentiert und der Markt es auch so interpretiert, haben wir eine Chance, dass wir in Richtung der 1,15er-Region sogar aufmachen. Also ich favorisiere weiter, wie auch gestern schon bereits, Long-Engagements im Euro, auch wenn sich das gestern zunächst einmal nicht so niedergeschlagen hat. Ergänzend zur US-Dollar-Schwäche kommt übrigens noch eine andere Meldung aus Italien, die ist gestern Abend noch ganz spät über den Ticker gelaufen, nämlich, dass es jetzt eine Einigung gibt zwischen Brüssel und Rom in Bezug auf den italienischen Haushalt 2019. Das schwebt ja auch wie so ein bisschen so ein Damoklesschwert über den Markt. Und da scheint man sich jetzt wirklich dann konkret geeinigt zu haben. Und dadurch, dass dieser Unsicherheitsfaktor weg ist, ist es eben so, dass wir auch da eigentlich so ein bisschen jetzt lockere Zügel für den Euro theoretisch erwarten dürften. So, jetzt fällt mir gerade noch was ein, das fällt mir jetzt spontan ein allerdings. Das ist die Positionierung im US-Dollar. Was man nicht unterschätzen sollte und was den Effekt, den negativen Effekt für den US-Dollar vielleicht so ein bisschen, oh, das war jetzt nicht so klug, einen Moment, ich gehe nochmal auf die Webseite, was den ein bisschen abschwächen könnte, ist eine Tendenz. Es gibt nämlich auch einen Zinsmarkt, einen Zinsfuture, den sogenannten T-Note Future. Das ist das Pendant zu unserem Bund Future, der im Zusammenhang hier mit, man findet dann den Commitment of Trader Support übrigens über hier Futures und dann, sobald die Seite aufgebaut ist, sollte dann auch gleich da Commitment of Traders Report stehen. Und dieser Zinsfuture, der hat eine etwas andere Tendenz. Da gab es nämlich auch ein Sentiment extrem, das sich aber auch schon begonnen hat abzubauen. Was übrigens ganz interessante Rückschlüsse für den Dollar-japanischen Yen meiner Meinung nach zulässt, der in solch einem, ausgehend von seiner Zinssensitivität, spannenden Marktumfeld erst recht spannend wird heute Abend. Genau wie Gold übrigens auch, aber der Reihe nach. Wir schauen erstmal hier auf den 10-Year-T-Note. Also das sind die 10-Jahres-Zinsen, beziehungsweise der Anleihekurs.
Und wenn der steigt, fallen die Zinsen und umgekehrt. Und das kann man hier ganz gut erkennen. Wir hatten zwischenzeitlich, wenn wir den Chart jetzt auf die letzten 20 Jahre zum Beispiel uns anschauen würden, würden wir sehen, das war die extremste Short-Positionierung im Anleihekurs und die extremste Long-Positionierung aller Zeiten hier gemessen. Und das Interessante dabei ist, dass diese bereits sich abgebaut hat. Und das wiederum zeigt natürlich, dass aus dieser Perspektive jetzt ein bisschen weniger Druck erwartet werden könnte. Vielleicht ist da sogar der Anleihemarkt noch ein Stück weit aussagekräftiger oder signifikanter eben. Und demnach könnte auch einen solchen dovischen Hike das dann so ein bisschen Abgabedruck vom US-Dollar eben wegnehmen. Nichtsdestotrotz bleibt er auf jeden Fall vorhanden. Also ich erwarte trotzdem stärkere Abgaben im US-Dollar eben tatsächlich auf solch einen dovischen Hike. Sollte er überhaupt kommen? Also ich lege mich jetzt fest, ich bin mal so frei und sage, das ist meine Einschätzung. Und die ich hier kommuniziere, es kann natürlich alles anders kommen. Also sprich, es kann durchaus sein, dass vielleicht sich Jay Powell da vor die Presse setzt und sagt, weißt du was? Also natürlich wird das nicht offen aussprechen, aber vielleicht ein schelmisches Grinsen sich vielleicht dann über seine Lippen so ziehen, nach den Kommentaren wieder von Donald Trump, der ja, man müsste schon fast sagen, regelrecht ausgerastet ist, über Twitter und eine richtige Attacke und Hetze wieder gegen die Fed gestartet hat, ja, die ja mit ihrem Zinsanhebungszyklus dieses zarte Pflänzchen US-Wirtschaftswachstum im Grunde genommen vollkommen zerstört und die Gefahren, die daraus erwachsen, bei den Turbulenzen jetzt auch, die sich zum Beispiel politischer Natur in Frankreich spielen oder die Verhandlungen mit China. Und jetzt könnte man natürlich dann sagen, also er hat ja auch, Donald Trump hat relativ deutlich auch gesagt, dass er sich überlegt, nicht überlegte, sondern die Frage stellt so, ob die Wahl Jay Powells die richtige war. Das ist natürlich, also in der Form, so offene Kritik der Politik. Es handelt sich bei der Notenbank eigentlich, in Anführungsstrichen muss man sicherlich setzen, aber im Großen und Ganzen um eine unabhängige Instanz, die der Politik nicht unterstellt ist, sondern die eben über ihr Mandat dafür sorgen soll, dass die Wirtschaft, mal jetzt ganz plump gesprochen, rund läuft. Und dann so von der Fed dort, Entschuldigung, vom Weißen Haus und von Donald Trump solche Attacken eben zu sehen, ist sehr unüblich. Nicht, dass es das nicht schon mal gab. Ich hatte jetzt vor kurzem gelesen, dass es unter Nixon Anfang der 70er eine ähnliche Tendenz eben gab. Wir erinnern uns auch in dem Zusammenhang dann an vielleicht die Aufhebung des Goldstandards. Also das war eine relativ turbulente Zeit damals auch an den globalen Finanzmärkten. Und auf diese Attacken und dann diesen Einfluss, den das Weiße Haus auf die Fed genommen hat, folgte dann eine der schlimmsten Rezessionen des 20. Jahrhunderts in den USA. Das muss jetzt diesmal nicht unbedingt so sein, aber ich sag mal, die Vorzeichen sind nicht die schlechtesten für solch einen massiven ökonomischen Downturn. Und was auch interessant ist im Zusammenhang mit Trump, sicherlich und seinen Attacken, die er da fährt, muss man auch ganz klar sagen, ist natürlich die Tatsache, dass er noch während des Wahlkampfs 2016 ja die Fed für ihren expansiven geldpolitischen Kurs kritisiert hat. Ja, und na, man merkt, der Herr Trump, der ist da so ein bisschen wie ein Fähnchen im Wind, hat man so das Gefühl. Der redet da, wie ihm halt da so der Mund gewachsen ist und wie es ihm gerade so in den Kram passt. Und aktuell ist es eben ein bisschen suboptimal, weil er festgestellt hat, dieser Zinsanhebungszyklus, besonders im G8-Währungsuniversum, der ist der mit Abstand restriktivste geldpolitische Kurs und die Aufwertung der eigenen Währung steht diesem Ziel America First oder auch des Abbaus des Haushaltsbilanzdefizites, worauf die Importzölle ja durchaus abzielen, steht dem entgegen. Ja, denn das sorgt, wie gesagt, dafür, dass die betroffenen Länder, Nationen von diesen Importzöllen einfach ihre Währung abwerten, dadurch der US-Dollar weiter aufwertet. Wir zeichnen jetzt aber ein relativ breites Bild eben tatsächlich. Vielleicht sollten wir wieder zurückkommen zur FED-Entscheidung heute Abend. Da sehen wir eine sehr interessante Tendenz. Ich hatte nämlich auch gerade eben schon gesagt, das, was ich jetzt an Ausführungen hier gebracht habe, dass ich könnte das untermauern, dass sich diese geldpolitische nennen wir sie mal expansivere Notenbankpolitik eben dann auch in Zahlen widerspiegelt und diese Skepsis, die sich dort breit macht. Und zwar ist das das sogenannte FedWatch-Tool. Und dieses FedWatch-Tool von der Chicago Mercantile Exchange, wo man ja zum Beispiel an der Globex dann den E-Mini S&P zum Beispiel traden kann oder dergleichen, also die Cup-Trader unter uns, Cup-Trader, das ist eine coole Formulierung, die wissen in dem Zusammenhang, wovon ich spreche, die haben eben dann auch hier solch eine Möglichkeit oder solch eine Gelegenheit geschaffen, zu sehen, wie der Terminmarkt in Bezug auf jetzt solche Zinsentscheidungen eben positioniert ist dann. Und was wir jetzt in dem Zusammenhang hier sehen ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit erwartet jetzt der Terminmarkt heute Abend einen Zinsschritt. Und die Wahrscheinlichkeit hier liegt aktuell bei 71,5%. Also das hier
Das aktuelle Zinsniveau, ja, 200 bis 225 Basispunkte, dadurch auch so kariert. Und das ist eben das, was erwartet wird im Zusammenhang mit der heutigen Zinsentscheidung. Was jetzt Interessantes ist, das hatten wir zu Beginn der Woche noch gesehen und man kann es eigentlich auch schon hier sehen, vor einer Woche noch, die Wahrscheinlichkeit, die pendelte so zwischen 75 bis 80% bis Montag. Und als es dann diese nochmal scharfen Abschläge gab und auch diese Äußerungen, übrigens nicht nur von Donald Trump, sondern auch von dem ist das der Chief Economic Advisor? Ich hatte gestern schon Schwierigkeiten. Ich glaube ja, das ist der Mr. Navarro heißt der, das ist auch ein Ökonom, der auch die Fed hier in dem Zusammenhang kritisiert hat. Und übrigens auch, und das war übrigens die Ironie bei der ganzen Sache, als er dann sagte, dass die Fed hier potenziell vielleicht der Hauptgrund ist für einen solchen ökonomischen Downturn. Also irgendwie scheint sich schon die Fed, nicht die Fed, die Trump Administration darauf vorzubereiten, dass Donald Trump in einem äußerst ungünstigen Zeitfenster eben tatsächlich US-Präsident ist, denn sich immer als der große Dealmaker hinzustellen und derjenige welche, der eben oder dank dem die Wirtschaft in den USA so bombastisch läuft und ein Allzeithoch nach dem nächsten markiert wurde. Wir erinnern uns dran, das war im letzten Jahr, war das eins der Lieblingsthemen von Trump in seinem Twitter-Feed, Arbeitsmarktzahlen, die immer positiv waren. Donald Trump ist für alles verantwortlich. Dann ist er aber auch unterm Strich für das verantwortlich, was eventuell kommt, sollte sich dann diese mögliche Rezession in den USA, die sich durch die Invertierung der Zinsstrukturkurve zweijähriger und zehnjähriger US-Zinsen abzeichnet, sollte die früher kommen und noch während der Legislaturperiode Trumps, dann ist er auch dafür verantwortlich. Und das ist etwas, was man jetzt schon so versucht, so ein bisschen, glaube ich, vorzubereiten, diese Tendenz. Und wie gesagt, der Navarro, zu dem zurückkommt, dass der dann so die Fed ins Visier nimmt, das ist insofern ganz interessant, als dass Navarro selbst, glaube ich, ein Buch geschrieben hat, wo er von der Gefahr aus China sprach und der Risiken, die diese eben für das globale Wirtschaftswachstum eben tatsächlich hat. Und dass der jetzt plötzlich von China in Richtung der Fed switcht, ist sehr interessant. Aber auch das, wir weichen ein bisschen ab. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir haben vor noch rund einer Woche eben eine Wahrscheinlichkeit gehabt, um die 80% fast. Und dann hat es am Montag diese Turbulenz gegeben, die Kommentare von Trump, die Kommentare von Navarro via Twitter. Und in dem Zusammenhang ist dann eben die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung seitens der Fed deutlich gefallen. Gestern sind wir sogar gestern früh kurzzeitig unter 70% gelegen. Und somit auch unter dem, was der Fed-Dot-Plot übrigens suggeriert. Also das ist ein relativ klares Statement, das sind 75%. Und wenn wir jetzt unterhalb dieser 75% uns hier stabilisieren, dann erkennt man, dass der Markt offensichtlich mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit die Fed den Zins anheben sieht, als es die Fed selbst tut. Was eben dann genau das unterstreicht, was ich gerade sagte, nämlich dass sich das in Zahlen messbar machen lässt, diese Skepsis, die sich dort etabliert und weswegen auch wahrscheinlich es in Richtung dieses dovischen Hikes eben geht. Was aber wiederum, das muss man natürlich dazu sagen, das Abwärtspotenzial begrenzt, weil der Markt es potenziell schon antizipiert, also vorwegnimmt. Was wiederum erstaunlich dann wiederum ist, wenn man sich den Aktienmarkt anguckt. Denn in dem Zusammenhang ist es nämlich so, dass der Aktienmarkt und die derzeitige Tendenz, die wir hier sehen, natürlich eigentlich erwarten lassen sollte, dass der Markt dann steigt. Und dass er das nicht tut, zeigt eigentlich die wirkliche Schwäche, die wir heute sehen. Also das heißt, anders formuliert, selbst wenn wir jetzt saisonal in dieses sogenannte Santa Claus Rally-Fenster laufen, ist es so, dass jegliche Bewegung, die jetzt auf der Oberseite vielleicht stattfindet, kurze Gegenbewegung auf diese scharfen Abschläge und auch Push im DAX auf der Oberseite, vielleicht nochmal zurück in Richtung tatsächlich der 11.000er-Marke. Vielleicht schaffen wir es das Jahr 2000 und 18 dann oberhalb von 11.000 Punkten zu beschließen. All das ist sicherlich eine Option, aber die Nachhaltigkeit einer solchen Bewegung, die sollte auf jeden Fall in Frage gestellt werden. Also zurück auf den DAX blickend. Das sieht jetzt leider ein bisschen überladen aus, aber jede Gegenbewegung, die uns, wie gesagt, nochmal in Richtung hier dieser Region um roundabout 11.000 Punkte führt, ist eigentlich ein potenzieller Short-Trigger. Also das heißt, gegen welchen man sich dann legitim short positionieren könnte, beziehungsweise short positionieren sollte. Und das wäre es dann in dem Zusammenhang jetzt erstmal zunächst gewesen. Wir können noch mal einen kurzen Blick auf den Euro werfen, der oberhalb von 1,14 notiert, wie es man hier sehen kann. Müssen wir hier kurz einen Blick werfen. Einen Augenblick. So. Okay.
Okay. Mal hier nochmal kurz was schauen. Ja, ich würde mich mal den Fragen widmen. Ganz kurz. Ich schon mal. Sehr interessante Frage. Martin fragt gerade, würdest du jetzt den US-Dollar vor der Fed irgendwie überhaupt in irgendeinem Asset traden? Das ist insofern eine interessante Frage, als dass mein Handel im Devisenbereich, wenn ich intraday agiere, tatsächlich rein automatisch abläuft. Das heißt also, ich habe gar keine andere Wahl, als den dann zu traden, weil ich das System umsetze, ganz diszipliniert. Klar habe ich die Möglichkeit, diskretionär zu intervenieren, muss aber derzeit eben auch sagen, also das würde sich vielleicht anders darstellen in einem anderen Marktumfeld. Aber ausgehend von der aktuellen Situation und der relativ choppigen Vorstellung und des relativ unspektakulären Handels, der relativ evolatilen Action, die wir sehen im Devisenmarkt, im Vergleich jetzt zu den Equities, ist es tatsächlich so, dass ich hier nicht glaube, dass ich dass ich eine sogenannte Edge hätte bei so einer diskretionären Intervention. Also, dass ich den Erwartungswert wirklich verbessere, weil dafür ist das Marktumfeld derzeit einfach zu zufallsgetrieben. Und deswegen würde ich das automatisierte Signal einfach entsprechend umsetzen und dann in Anführungsstrichen hoffen, auf der richtigen Seite der Varianz aufzuwachen. Andere Devisenansätze, wenn ich sie handle, sind dann solche, die etwas längerfristig ausgelegt sind. Das heißt, da würde die Fed gar keine so große Rolle spielen. Oder beziehungsweise der Trend, der Swing, den ich vielleicht dann traden würde, da würde die Fed eher nochmal Wasser auf die Mühlen gießen. Da fällt mir übrigens was ganz Interessantes zu ein. Das sollten wir auf jeden Fall zum Thema machen, ganz kurz. Dollar, japanischer Yen. Alles, was ich gerade gesagt habe, rund um meine Skepsis bezüglich des US-Dollars, lässt nur einen Schluss zu. Und vielleicht ist auch aus rein technischer Perspektive jetzt hier der Weg geebnet und es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir unter die 112 rutschen und auch mal den Bereich um die Oktobertiefs hier um 111,70, 111,50, 111,70 ins Visier nehmen, also die grünfarbene Linie. Und da ist, wie gesagt, auch der Bruch aus diesem Abwärtstrendkanal, Entschuldigung, Aufwärtstrendkanal natürlich, ist bereits erfolgt. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir die Performance im Dollar-Yen anschaue, finde ich den japanischen Yen unfassbar schwach gerade. Also wirklich richtig schwach. Und finde, dass der Dollar-Yen sich vor dem Hintergrund dieser Entwicklung, die wir jetzt hier sehen, wirklich gut hält. Einfach. Und irgendwie die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir nochmal eine Attacke auf die 114, 114,50 sehen, als dass es hier rasant abwärts eben tatsächlich geht. Das, was dabei allerdings jetzt das Problem darstellt, ist, ich bin auch zeitgleich Gold Long. Also das heißt, etwas anders formuliert, wer sich die Korrelation der einzelnen Indizes mal anschaut. Ich kann mal hier kurz was schauen. Correlation Matrix. So, ist ein sehr cooles Tool. Oh, mir verzeihen. Einen Moment, ich mache mal eben was anderes auf. Mal den schauen. Machen wir den hier auf. Korrelationsmatrix. So. Da kann man sich verschiedene Märkte gegeneinander anschauen. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen warten, bis der das hier alles geladen hat. Na wohl, sehr gut. Also, und zwar, wir schauen uns das mal auf Tagesbasis an. WTI Gold. Ja, wohl, passt doch perfekt. Wobei, passt schon. Gold und dann schauen wir uns den Dollar-Yen an. Kann man das hier sehen? Gold und Dollar-Yen haben eine sehr hohe negative Korrelation auf die letzten 200 Handelstage. Also das heißt, wenn wir da draufklicken, dann gibt auch ein Fenster, sollte ein Fenster aufgehen. Nee, geht keins auf. Oder es geht eins auf und es dauert einfach ein bisschen länger. Okay, ist auch egal. Fakt ist auf jeden Fall, diese Zahl, minus 82, deutet darauf hin, dass eben, wenn der eine steigt, also Gold, Dollar-Yen eher fällt und umgekehrt. Also das gibt eine sehr hohe negative Korrelation. Und genau ausgehend hiervon ist es eben so, dass dann diese Entwicklung, die wir gerade hier in Gold sehen und wo ich für Gold weitere Aufschläge sehe. Also ich bin wenig überrascht, dass wir jetzt nochmal die 1250 ins Visier nehmen und ich bin auch oder wäre nicht überrascht, wenn in den nächsten 2,5 Wochen sind es dann eher noch. Bis nächste Woche, Freitag, beziehungsweise auch in den ersten Tagen dann im Jahr 2000 und
19, dass dann eben in Gold weitere Aufschläge folgen. Das ist auch saisonal begünstigt übrigens. Also Gold ist im Zeitfenster Mitte Dezember bis Mitte Januar ungefähr um den Daumen gepeilt relativ stark. Und das ist natürlich etwas, was dem gerade entgegenspricht, was ich sagte jetzt für Dollar japanischen Yen. Wenn ich jetzt die Wahl treffen müsste, würde ich ausgehen von der Struktur und dieser relativ klaren trendigen Bewegung auf Tagesbasis, die sich seit am Anfang August jetzt begonnen hat, hier zu etablieren. Konsolidierung, dann aber der Ausbruch, das war Anfang Oktober und auch hier dieses weitere Aufwärtsstreben. Ich würde Gold favorisieren und würde dann auch in Anbetracht, weil das zu einem fundamentalen Bild besser passt, mit dem dovischen Hike der Fed, würde Gold auf jeden Fall den Vorzug geben. Nichtsdestotrotz, Dollar-Yen, ich bin sehr gespannt, wie sich die heute Abend präsentieren. Also nicht die, sondern wie sich das Währungspaar heute Abend präsentiert, sollte es wirklich zu diesem dovischen Hike eben tatsächlich kommen. Aber auf die Frage von Martin dann in dem Zusammenhang zurückzukommen. Also das heißt, wenn ich eine Positionierung hätte, beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich, so muss ich formulieren, ich hätte schon eine Positionierung tatsächlich im Devisenbereich und dadurch würde mich die Fed heute Abend nicht wirklich treffen, weil normalerweise sieht man eigentlich, dass sich die Kapitalflüsse bereits 2 Wochen ungefähr vor der Fed beginnen oder vor einem wichtigen Notenbank-Event eben einzustellen und dadurch eben schon eine trendige Bewegung auf den Weg gebracht wird, die dann eben dafür sorgt, dass man die Position mit in die Fed nimmt und die Fed als Katalysator verwendet, wo dann das News-Event nochmal vielleicht den weiteren Schub liefert, um dann nach diesem klassischen Prozedere zu verfahren bei the rumors sell the facts. Also das heißt, du hast im Grunde genommen die Spekulation, das antizipiert und bist dann eben in diese oder baust die Position in dieses Fed-Event oder in dieses News-Event dann tatsächlich wieder ab. Genau, und demnach wäre es dann in dem Fall Gold Long zum Beispiel. Gold ist auch sehr sensitiv auf die Fed oder eben Dollar japanischer Yen eigentlich eher neutral. Also siehst, das Bild, das zeigt sich aus charttechnischer Sicht neutral. Nichtsdestotrotz hält sich das vor dem Hintergrund der Entwicklung, und so ist das, was ich mal sagte, zu verstehen, hält sich das einfach sehr stabil. Und das ist in meinen Augen ein leichtes Zeichen zumindest mal von Schwäche, von Stärke. Also Schwäche japanischer Yen, Stärke Dollar japanischer Yen. Ja, und in der Tat wäre es das meinerseits gewesen. Ich glaube, das wäre wieder eine Punktlandung. 10 Uhr. Punkt genau. Nelson, bist du da? Ich bin natürlich da. Habe sehr gespannt zugehört und bedanke mich bei dir für das Webinar, aber auch für die Webinare in 2018. Hat sehr viel Spaß gemacht, war wirklich sehr interessant. Umso mehr freue ich mich auf die Webinare in 2019. Darf ich ja an der Stelle ja schon verkünden. Die Termine sind auch schon eingestellt. Das heißt, am 16. Januar geht es hier dann wieder weiter. Und ja, ich bedanke mich natürlich bei den Teilnehmern, die wirklich regelmäßig dabei sind und auch von Anfang bis Ende immer gespannt zuhören. Das freut mich, dass das Webinar auch super ankommt. Und dementsprechend werden wir dann auch nächstes Jahr weitermachen. Ich wünsche Ihnen allen schöne Feiertage, beziehungsweise auch erstmal noch eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche, aber dann auch schöne Feiertage mit der Familie. Mal Börse Börse sein lassen und die Zeit anders nutzen und natürlich auch einen guten Rutsch. Das wünsche ich dir natürlich auch, Jens, falls wir uns nicht mehr hören und deiner Familie. Und ja, dann freue ich mich, hier wieder 2019 mit dir das Webinar starten zu können. Und bis dahin wünsche ich natürlich alles Gute. Du hast aber jetzt aber wirklich zum letzten Mal das Schlusswort. Aber diesmal wird es aber auch mehr aus gegebenen Anlass. Ja, also erstmal vielen Dank. Ich wünsche natürlich auch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es hat Riesenspaß gemacht. Also ich hoffe, dass ich das auch so ein bisschen transportieren kann in meinen Ausführungen. Manchmal ist das Segenflug zugleich, weil ich springe einfach massiv. Das fällt mir im Nachgang dann auf. Wenn man sich auch selbst nochmal die Aufzeichnung eben anschaut, dann denke ich mir so, um Gottes Willen, wenn ich jetzt davor sitzen würde. Das ist immer so ein Schwall an Informationen. Aber das spiegelt eben auf der Kehrseite vielleicht auch so ein bisschen meine Begeisterung für das Thema insgesamt wieder. Ja, 2000, genau, 2019. Ich habe mir heute früh schon vor dem Event hier die Termine angemarkert. Gibt es auf jeden Fall wieder Webinare. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Ich glaube, das erste ist dann am 16. Am 16.01. Das heißt also, das ist dann die zweite, dritte Januarwoche beginnt oder irgendwie sowas. Und ja, zum Ende gibt es aber die Klassiker oder den Klassiker. Happy Trading, passen Sie auf die Stops auf. Wir hören uns 2019. Ich freue mich drauf. Bis dann, habt euch wohl, macht's gut, bis dann, tschüss.